Aktuell sind Akkusysteme viel zu teuer. Doch das ändert sich gerade. Ein marktreifer Superakku kostet nur 60 Euro pro Kilowattstunde, also nur knapp halb so viel wie gängige Lithium-Akkus. Und dieser besteht rein aus Plastik ohne Metalle. Ganze 12.000 Zyklen, also mehr als 20 Jahre, soll er halten. Und das ohne wirklich an Kapazität zu verlieren. Die Rede ist vom Polymerakku der Firma Polyjoule, welche von Professoren des MIT gegründet wurde. Verkauft wurden bereits mehr als 18.000 Akkusysteme. Und die Möglichkeiten bezüglich der Einsatzgebiete sind wirklich phänomenal. Doch was kann der Wunderakku wirklich? Lohnt sich ein Kauf? Wir haben die Daten des Akkus analysiert, die Firma kontaktiert und mit einem skeptischen Experten für Akkutechnik gesprochen. Wir erklären alles, was du jetzt wissen musst. Es handelt sich hierbei um einen recht abstrakten Akkutypen. Eingesetzt werden beim Polyjoule-Akku nicht wie üblich lithiumhaltige Metalloxide in der Kathode und zum Beispiel Graphit in der Anode, sondern elektrochemisch aktive Polymere. Der Akku ist, wie man annehmen würde, komplett metallfrei. Dementsprechend gibt es aber auch keine Lithium-Ionen, die beim Auf- und Entladen des Akkus hin und her wandern. Stattdessen handelt es sich um organische Anionen und Kationen. Je nachdem, ob die Elektrode gerade ein Elektron abgibt und dadurch positiv geladen ist oder ein Elektron aufnimmt und negativ geladen ist, nimmt sie sich das gegenteilig geladene Ion aus der Elektrolytlösung. Dadurch ist sie wieder neutral geladen. Doch hier kommen einigen sicherlich berechtigterweise Fragen auf, denn wie wir aus der Schule wissen, kann Plastik eigentlich ja nicht leiten. Nun ja, so ganz stimmt diese Regel nicht wirklich. Schon 1974 wurde diese Regel von Wissenschaftlern ganz aus Versehen auf den Kopf gestellt. Bei der Suche nach neuen Synthetisierungsschritten, also Herstellungsschritten für bestimmte Plastiksorten, gelang den Wissenschaftlern ein glückliches Unglück. Sie fügten bei ihrem Versuch 1000-mal mehr von dem eingesetzten Katalysator hinzu, als wirklich geplant war. Das Ergebnis war zur Überraschung der Forscher ein Kunststoff, der wie Metall aussah und sich auch wie eines verhielt. Er wies eine gewisse elektrische Leitfähigkeit auf. Was erstmal recht plump klingt, hat tatsächlich große Wellen geschlagen. Im Jahre 2000 gab es für diese Entdeckung sogar den Nobelpreis für Chemie. Doch wirklich Anwendung finden die metallisch anmutenden Polymere erst jetzt wirklich. Mit Hilfe der Polymer-Akkutechnik lassen sich Akkusysteme herstellen, deren Kosten knapp nur halb so hoch sind wie bei gängigen Akkusystemen auf Lithiumbasis. Nicht nur spielt hier das ausgewählte Basismaterial eine Rolle, sondern auch die Herstellungstechnik. Die Firma Polyjoule hat sich zum Ziel gesetzt, keine Cutting-Edge-Technologie auf den Markt zu bringen, die auch auf Cutting-Edge-Herstellungsverfahren angewiesen ist. Sprich, ein Fokus der Firma waren einfache Herstellungsverfahren und die Nutzung bisher verfügbarer Maschinen. Tatsächlich wurden daher die ersten Akkus sogar in einer Papierfabrik hergestellt. Doch bevor wir die genauen Spezifikationen des Akkus erklären, die Vor- und Nachteile benennen und eine Expertenmeinung anhören, eine kurze Anmerkung. Ist es nicht irgendwie wirklich absurd bzw. fast albern, wie viele neue Akkutechnologien es mittlerweile gibt? In den Kommentaren liest man immer wieder, dass viele Zuschauer gar nicht mehr an neue Akkutechnologien glauben, eben weil in der Wissenschaft so viel passiert, sich im Geschäft aber wenig ändert. Nun ja, tatsächlich hört man von vielen Akkutechnologien wirklich nichts mehr. Aber hier vergisst man schnell die Größe des Zeitraumes von Forschungsergebnissen über Marktreife bis hin zur Serienreife. Es dauert nun mal, bis viele Innovationen aus dem Labor auch wirklich im Industriemaßstab produziert werden können. Am besten lässt sich das Phänomen anhand der Lithium-Eisenphosphat-Technik zeigen. Erstmals 1997 vorgeschlagen, erlangte die Technologie schnell einen Ruf als kobaltfreie, langlebige, kostengünstige und sichere Alternative. Ganze 6-mal länger sollte ein Lithium-Eisenphosphat-Akku im Gegensatz zu konventioneller Technik halten. Doch erst im Jahre 2010 gelang mit der Inbetriebnahme der Anlage von Südchemie in Kanada wirklich die Serienreife. Mittlerweile ist der einstige Labor-Super-Akku längst im Geschäft angekommen. Die Lithium-Eisenphosphat-Technik gilt als Must-Have bei Powerstations. Sie haben eine 6-fach höhere Lebensdauer als vergleichbare Akkusysteme. Eine Firma, die diese Akkutechnik einsetzt, ist Anker. Die Firma hat bereits mehr als 200 Millionen Systeme in über 146 Ländern verkauft. Ausgelegt sind die neuen Modelle für mehr als 3000 Ladezyklen. Das Modell 521 mit 256 Wattstunden an Kapazität lädt innerhalb von nur 1,5 Stunden auf ganze 80%. Die 535er-Version mit ganzen 512 Wattstunden schafft das in 2,4 Stunden. Beide haben natürlich gängige Stromstecker, aber auch USB-A und USB-C-Ports. Damit kann man wirklich jedes Gerät aufladen. Sinnvoll sind die Powerstations für Camping, Gartenhäuschen oder auch für Stromausfälle. Ich persönlich kann mit meinem Ankersystem stundenlang Stromausfälle überbrücken.
Für diese Fälle haben beide Systeme eine integrierte LED. Ich persönlich finde die Produkte super und danke Anker für die Unterstützung dieses Videos. Links zu den Produkten findet ihr in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Seit diesem Monat gibt es die Systeme aber auch beim Mediamarkt und im Saturn in deiner Nähe. Aber nun zurück zum Thema. Die Leistungsangaben des neuen Polymer-Akkus sind wirklich beeindruckend. Vertraut man der Firmenwebsite, so ist das Akkusystem in nahezu allen Bereichen komplett überlegen. Ob diese Informationen aber wirklich seriös sind, ordnet gleich noch ein Experte ein. Dazu kommen wir später. Abgeben können die Batteriesysteme ihre Energie laut Herstellerangaben in unter 10 Sekunden und wieder aufgeladen werden können sie in unter 5 Minuten. Noch dazu verfügt der Polymer-Akku über eine Zyklenzahl, die selbst der Lithium-Eisenphosphat-Technik Konkurrenz macht. Eine Haltbarkeit von 20 Jahren sei absolut sicher. So übertrifft die Zyklenzahl der Polymer-Akku-Technik die gängige Lithium-Ionen-Technik durchschnittlich um mehr als 100%. Natürlich gibt es auch Lithiumzellen, die deutlich mehr als 5000 Ladezyklen schaffen. Allerdings ist hier zu Recht vom Durchschnittswert die Rede. Darüber hinaus ist am Ende der Lebensspanne der Akku zu mehr als 95% recycelbar. Auch beeindruckend ist die Temperaturresistenz. Polyjoule-Akkus können bei niedrigen Temperaturen und auch bei höheren Temperaturen besser arbeiten als gängige Akkus. Und auch beim Nail-Penetration-Test schneidet der Akku ausgezeichnet ab. Hierbei durchbohrt man mit einem Nagel unter Laborbedingungen ein Akkusystem und überprüft, inwiefern es zu einer Hitzeentwicklung kommt. Gängige Lithiumsysteme gehen in Flammen auf, der Polymer-Akku überhaupt nicht. Doch ein negativer Aspekt bei der Polymertechnik wird unterschlagen: die Energiedichte. Tendenziell braucht eine Kilowattstunde an Polyjoule-Akkus 2 bis 3 Mal mehr Volumen. Das ist ein großes Problem für Systeme, die auf wenig verbrauchten Platz angewiesen sind, wie zum Beispiel E-Autos oder auch Handys. Oder irren wir uns und dieses Problem kann in naher Zukunft vielleicht doch behoben werden? Wir haben uns mit Polyjoule in Verbindung gesetzt und wollten mehr erfahren. Eine Antwort erhielten wir auf unsere Mail leider nicht. Wir haben uns daher mit einem Experten für Akkutechnik in Verbindung gesetzt. Tom vom Kanal Dr. Wissenschaft ist ein Batterieforscher an der Dalhousie University in Kanada und an der WWU Münster. Was hält er denn von der Technologie und wie seriös sind die Firmenangaben wirklich? Hi Norio, danke für deine Einladung. Wir müssen immer etwas vorsichtig mit den Angaben von Startups sein, die ihre Versprechungen nicht klar mit Daten belegen. Sie versprechen im Grunde viel, wie zum Beispiel die hohe Lebenszeit, aber geben nicht an, unter welchen Bedingungen sie diese getestet haben, und dadurch kann man sich als Forscher nur schlecht ein Bild davon machen. Leistungsangaben ohne klare Nennung der Messmethode lassen sich schnell beschönigen. Das steht fest. Schauen wir uns zum Beispiel mal die Zyklenzahl an. Jetzt können Hersteller zwar behaupten, dass ihre Materialien 20.000 Zyklen durchgehalten haben, was wirklich ein super Wert wäre, doch wenn man Batteriezellen sehr schnell auf- und entlädt, kann man auch mit weniger guten Batterien unglaubliche Zyklenlebenszahlen erreichen und präsentieren, weil die parasitären chemischen Reaktionen, die eine Batterie zerstören, Zeit benötigen und man, naja, durch extrem schnelles Auf- und Entladen diesen Reaktionen manchmal gar nicht genug Zeit gibt und die einfach skippt, sozusagen. Ich bin mir sicher, dass sie diese Batterien nicht schon 20 Jahre getestet haben, weil es die Batterien ja noch gar nicht so lange gibt. Sollte sich also herausstellen, dass diese Zellen eine geringe Lebensdauer haben, bringt der geringe Preis gar nichts, da man sie dann immer wieder neu anschaffen müsste. Aber der geringe Preis ist natürlich ein großes Pro-Argument, und sollten sich Polyjoules Batterien tatsächlich als langlebig erweisen, wären sie perfekt für die stationäre Energiespeicherung geeignet, für die eine hohe Energiedichte ja nur zweitrangig ist. Erneuerbare Energien müssen, damit wir weg von Gas und anderen Brückentechnologien kommen können, speicherbar sein. Aufgrund der Wetterabhängigkeit von Solar- und Windkraft füllen wir aktuell die Lücken im Stromangebot mit alternativen Kraftwerken auf. Mit Energiespeichern allerdings im großen Stil könnte sich das ändern. Und nicht nur das. Besonders interessant könnte die Akkutechnik auch für Privatanwender von Solaranlagen sein. Auch ist bei großen Speichern im Keller die Größe völlig egal. Polyjoule hat sich aus diesem Grund vor allem auf industrielle Kunden fokussiert. Ein Kunde sei eine Firma, die starke Schwankungen im Stromverbrauch aufweist. Mit Akkusystemen, die sehr schnell sehr viel Leistung liefern können und bei Bedarf auch wieder schnell und flexibel aufgeladen werden können, sind hierfür optimal. Die neue Akkutechnik von Polyjoule ist definitiv ein Meilenstein. Allerdings wird die Innovation für viele von uns Konsumenten nicht wirklich greifbar sein. Doch nicht nur in Form von Polymeren kann Kunststoff die Batterietechnik auf ein neues Level bringen. Vor einer Weile gelang der Durchbruch mit Graphen. Doch dieses wird ganz im Gegensatz zur Polymertechnik nicht als Ersatz für Lithium eingesetzt, sondern als Ergänzung. Hierdurch kann ein Akku ganze 70 Mal schneller laden, deutlich haltbarer werden und auch noch deutlich an Kapazität zulegen. Und das Beste? Diese Akkusysteme passen auch ins Handy oder E-Auto.
Wenn du mehr darüber wissen möchtest, klicke auf das angezeigte Video. Abonniere außerdem gerne diesen Kanal, um Updates über neue Videos zu erhalten und natürlich, um uns zu unterstützen.